Mein Name ist Benjamin Maron-Schulte und ich bin Erzieher und Sozialpädagoge und bin beim Internationalen Bund Leiter Parchim. Ich habe beim IW damals als Erzieher angefangen in der Position einer Führungskraft für die Eingliederungshilfen und habe mich dazu entschieden, Sozialpädagogik zu studieren. Habe dort einen großen Rückhalt vom IW erfahren und bin sozusagen durch das Studium und durch diese Karrieremöglichkeit dann auch Leiter Parchim geworden. Die Fortbildungsmöglichkeiten beim Internationalen Bund sind großartig. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten für jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin, egal in welcher Fachgruppe er sich befindet. Bei uns geht es wirklich Tatsache darum, jeden Einzelnen auch zu fördern. Und ich sehe es bei mir selber auch. Ich habe die Möglichkeit, an externen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen teilzunehmen, mich aber auch direkt durch den IB, durch die Zentrale in Frankfurt schulen zu lassen, beziehungsweise über unsere Geschäftsführung im IB Nord. Und genau das Gleiche gilt auch, dass wir bei uns in der Region selber auch Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen anbieten. Und diese nutzen wir auch und bieten wir auch gerne für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an. Wir vom Internationalen Bund haben ein eigenes Assessment Center, damit wir wirklich allen Mitarbeitenden bei uns im Unternehmen auch die Möglichkeit geben, die Karriereleiter sozusagen raufzuklettern. Ich habe eine Fortbildung und Basiswissen führen gemacht. Das ist anschließend auf das Assessment Center gewesen, was ich damals durchlebt habe beim Internationalen Bund, und habe das über die Geschäftsführung gemacht. Beim Internationalen Bund haben wir die Möglichkeit, wirklich das Berufsleben und das Privatleben super zu vereinbaren. Wir haben die Möglichkeit, Teilzeit anzubieten und auch Vollzeit. Wir gehen auf die verschiedensten Bedürfnisse unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein. Genauso handhabe ich das auch bei uns im Team. Und selber lebe ich es auch meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vor, weil ich kriege es auch von meiner Regionalleiterin zum Beispiel vorgelebt. Und genauso setze ich das bei uns auch um. Beispielhaft gehe ich morgens zum Sport, fahre dann ins Büro, habe einen wunderschönen Tag, gehe dann mit einem Lächeln nach Hause und gehe dann nochmal eine Runde laufen. Also das passt. Sinnstiftend ist in dem Beruf auf alle Fälle Menschsein stärken, und das gilt bei uns nicht nur in der Unternehmenskultur, sondern auch wirklich tatsächlich, das fängt bei den Leistungsberechtigten sowie bei den Klienten und Klientinnen an und hört wirklich bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei uns auf. Indem ich meine Mitarbeiter sehr gut führe und hinter mir auch ein super Mitarbeiterteam habe, sowie auch in meiner Führungsebene tolle Menschen an meiner Seite und das auch als meine Familie bezeichnen kann.